elektroenergetischer Megasturm. Er wütet rund um den Globus. Wir sind getroffen worden. Sofort raus da. Wir haben die Kontrolle verloren. Zu steil und zu schnell. Endeavor, ihr seid nicht mehr auf Kurs. Regisseur John Emile kreiert mit seinem Science-Fiction-Thriller The Core eine neue Variante für den Weltuntergang. Ein gefährliches Experiment hat das Gleichgewicht der Erde zerstört. Wenn der Schutzschild zusammenbricht, wird die Mikrowellenstrahlung so stark sein, dass unser Planet buchstäblich gekocht wird. Das destruktive Problem in The Core ist ein statischer Erdkern, der wieder in Rotation gebracht werden muss. Die verordnete Therapie ist eine Reise ins geologische Zentrum des Planeten. Selbst wenn uns ein Plan einfallen würde, den Kern in Rotation zu versetzen, wir erreichen ihn einfach nicht. Die einzige Überlebenschance liefert eine Spezialeinheit der NASA, die Terranauten. Sie sollen den bevorstehenden Kollaps durch eine nukleare Sprengung stoppen. Sie entscheiden, Commander. Eine Mehrheitsentscheidung. Wir versuchen es. Asteroidenschauer, pulverisierte Metropolen und Feuerstürme. Hollywood kennt sich aus mit Katastrophen. Wenn ich mich entschließe, das zu machen, brauche ich einen unbegrenzten Vorrat an Videos mit Xena und Junkfood. Junkfood. Regisseur Emil blickt nach dem Action-Thriller Verlockende Falle und der Komödie Agent 00 Nix in die Zukunft und inszeniert einen spannenden und dramatischen High-Tech-Science-Fiction-Thriller. Ich liebe es, das Genre zu wechseln. Im Leben spielen wir ja auch die verschiedensten Rollen. Vater, Liebhaber, Ehemann, Sohn oder wer auch immer. Ich möchte ganz einfach möglichst verschiedene Filme machen. Actionsequenzen wie die einstürzende Golden Gate Bridge und ein Blitzinferno über Rom werden den Genre-Fan erfreuen. Wie kriegen wir das wieder hin? Gar nicht.